Gewöhn dich lieber dran, 1932 der nächste Tag. Das kann ich nicht hinnehmen. Sarah geht's gut, Boss. Hab mich drum gekümmert. Als sie hier anfing, konnte sie nicht mal über die Theke schauen. Ich habe keine eigene Tochter, Tom. Ich würde alles für Luigis kleines Mädchen tun. Ich auch. Würden wir alle. Stimmt, Boss. Wir würden alles für die beiden tun. Glauben diese Bastarde, das hier wäre der Luna Park oder sowas? Ich reiß sie eigenhändig in Stücke. Schutz ist unser Geschäft. Aber wer zahlt schon, wenn er hört, dass wir nicht mal unsere eigenen Leute auf dem Heimweg beschützen können? Also, was sollen wir tun? Verpasst ihnen eine Lektion. Brecht ihnen jeden einzelnen Knochen. Macht sie zu Rollstuhlfahrern. Richtet ihre Visagen so schlimm zu, dass ihre Mütter schreien, wenn sie sie sehen. Wo stecken die Kerle? Ein Informant sagt, wir sollten in Chinatown suchen. Dann weiß Big Biff was. Tommy, geh zu Vinny, hol ein paar Sachen. Wir treffen uns bei Biff. Ja, okay. Lasst diese Ratten auf der Straße liegen. Ich will, dass jeder weiß, was wir mit tollwütigen Hunden in unserem Viertel machen. Geht klar, Boss. Hier, dass mir nicht heile. Könnten noch in der Gegend sein. Ich sehe mich um. Schau, dass sie weg sind, wenn du bei Biff bist. Gute Jagd. Dir auch. Okay, wir treffen uns in Chinatown, wenn du mit Vinny fertig bist. Klar, schlagen wir ein paar Schädel ein. Wart schon mal vor dem Laden. Sprich mit Vincenzo. So, Sam beteiligt sich also auch dran. Unser Lieri am Toben. Sarah, wie geht's so? Ich hoffe gut. Tja, auch das kriegt sie mit Alkohol gut poliert. Wäre ich jünger, würden diese Männer unter der Brücke treiben. Kehlen durchgeschnitten, Fischfutter. Wir bringen ihnen Respekt bei. Keine Sorge. Luigi, wir machen das ganz für sie. Aber... Nee, der Don hat Arbeit außerhalb der Stadt für mich. Nicht mehr. Keine Sorge, ich stell's warm für dich. Danke. Ich komm wieder, um es warm zu essen. Ja, Luigi muss sich keine Sorgen machen. Ich wollte ihm nur benachrichtigen, dass alles in Ordnung ist. Und das weiß er ja sowieso. Wir haben uns gründlich um die Bande in der Gasse gekümmert. Gibt's hier was Neues? Alles beim Alten, das hat seit 2 Jahren keiner mehr gesehen, dieses Zimmer. Jetzt geht auch das andere Gebäude auf. Büro des Don. Oh. Da ist die Dienstwaffe hingekommen. Ein Messer haben wir auch. Eine ganze alte Karte von Lost Heaven, die habe ich ebenfalls. Hat man sich damals das Originalspiel gekauft, hat man ein tolles Poster dabei gekriegt. Und ein Boxsack. Da haben wir trainiert, um es dann diesen Schlägern heimzuzahlen, diesen ruchlosen Verbrechern. Aber wir sind kein Deut besser. Da haben wir einen Ersatzhut hier auf dem roten Sofa. Hier lässt sich's gut leben. Und wenn wir jetzt mal bei Vincenzo hier einen Prügel holen und einen Colt. Das ist alles äußerst gemächlich. So, jetzt fangen wir an zu rennen, denn es regnet. Die beiden besprechen die Taktik. Wir beeilen uns, damit wir nicht komplett nass werden. Ein paar Eisen, Tom? Nee, ich bin schon versorgt. Polly und ich müssen ein paar Kerle ordentlich verprügeln. Ich will sowas nicht rausholen. Wir brauchen nur was zum Vermöbeln. Sam hat eine Lagerhalle von einem Typen durchsucht. Nicht von Babe Ruth persönlich, sagte der Typ. Ist Blödsinn, aber für sowas reicht's. Sie werden keine Zeit für Fragen haben. Nein, werden Sie nicht. Danke, Vinnie.
Triff Pauli in Chinatown. Jetzt haben wir hier zwei Baseballschläger für zwei Hände. Aber einen drücken wir natürlich ab. Na, Ralphie, hast du was Neues am Start? Nimm das Auto, Tom. Bin an ein paar neuen Wagen dran. Gute Modelle, wie Sand am Meer. Das glaube ich dir. Lass mal sehen, wie es hier eigentlich bei dir so in der Garage aussieht. Hast du eine ordentliche Werkbank hier, mein Freund. Deswegen ist er auch so gut mit Autos. Ralphie und seine Mom. Eine ziemlich miserable Ecke hier. Sogar mit einem Werbeschild hier für 85 Cent. Ja, keine Warteschlangen, da gibt's heiße Würste. Und Süßigkeiten. Tja, also Ralphie zwar einen Platz beim Dorn, aber nicht unbedingt hier den schmeichelhaftesten. Da können wir bei Vincenzo reinsehen. Ja, wir kommen nicht an die Munitionskiste. Hey, Vinny. Da oben gibt es eine Fässer. Gehen wir mal an dem Reifenstapel vorbei. Probleme mit ein paar Pennern. Die bei Sarah? Machen sie dir auch Ärger? Denk schon. Wenn noch nicht, dann irgendwann. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Solche Typen wird's immer geben, Tom. Wenn du nichts mit ihnen zu tun haben willst, kannst du gehen. Aber einer wie ich, deshalb bin ich hier drin. Und deswegen werden wir auch in deinem Namen dafür sorgen, dass sie nichts mehr anrichten werden, Ralphie. Auf nach Chinatown. In dem Regen rutscht natürlich der Bolide hier nochmal ein bisschen. Polizeistreife rechts. Wir haben uns brav verhalten. Tja, klingt nicht gut, was wir im Radio durchklinken lassen. Guckt euch das an, wie hier der Regen durchgeschleudert wird, wenn du mit den Reifen hier links, rechts fährst. Es macht wirklich Spaß, das Remake zu spielen. Das Einzige, was nicht Spaß gemacht hat bislang, ist wirklich das Rennen gewesen. Also hast du Fair Play geschafft, hast du alles geschafft. Die Ordnungshüter. Oh, nette Ecke hier. 24 Stunden lang geöffnet. Hättest dich unterstellen können. Der chinesische Markt. Ich mag sie jedenfalls. Dein Problem, Tommy. Du bist immer butterweich bei den Ladies. Frisches Essen, chinesische Tuxedos. Und ein paar traurige Gestalten, die warten, bis der Regen verzogen ist. Der kann gut mit dem Hackebeil umgehen, der macht Hackfleisch draus. So. Puppe, gut dich zu sehen. Ruf sie zurück, Biff. Geschäftliches. Geh hoch. Bitte. Also, was gibt's? Wir brauchen Infos. Ein paar Spaßvögel machen Ärger. Haben sich mit Luigis Tochter angelegt. Spaßvögel gibt es viele. Weiter? Eine der Ratten heißt Billy. Hängt mit einer Dumpfbacke und einem haarlosen Schläger rum. Okay, kenne ich. Haben sich in der alten Werkstatt einen Block weiter eingenistet. Handeln manchmal mit Teilen, Kleinkram. Und genau deswegen bin ich hier, Biff. Du bist gut mit Kleinkram. Hinterausgang über die Straße. Ihr findet sie dort. Danke. Man sieht sich. Hey, Poli. Wegen der Kohle. Entspann dich, ich warte noch auf meinen Kumpel. Nächste Woche einfach abwarten. So, hast Schulden bei Biff. Danke für die Infos, Biff. Immer wieder gern gesehen, kennst dich aus damit. Die reinste republikanische Ecke, die er hier hat.
Und sogar den Bären, den habe ich auch im Hotel gesehen. Gutes Teil. Das hieß es schon vor 3 Wochen. Ja, der wird schon zahlen. Hat viel beim Rennen gewonnen und auch versoffen. Und sagt die Dame. Da kann man wohl nicht hoch. Die war nicht so begeistert, hier Pauli zu sehen. Was war das da eben? Haben du und Biff was am Laufen? Ich kenne jemanden mit einer Lieferung Anzüge. Top-Dinger. Mexikanische. Du bekommst Anzüge aus Mexiko? Nein, du Idiot. Die Anzüge stammen aus einem Lager im Zentrum. Der Schneider stammt aus Mexiko. Jetzt lebt er in Holbrook. Weiß der Don davon? Ja, ja, er bekommt seinen Anteil. Hört's für dich. Ich hab nichts gehört. Erkennst du die Dreckskerle wieder? Ja. Selbst wenn nicht, müssen wir nur die einzigen Kerle in Chinatown finden, die aussehen wie wir. Damit passieren wir hier die Straße zur Tankstelle. Ziemlich kranke Gegend, sage ich mal. Viele Bettler hier, viele, die hier wirklich unglücklich wirken im chinesischen Viertel. So, da kann man eine Pause einlegen. Du machst dasselbe. Kein Geballer. Hat dich das viel Grips gekostet? Nein, wir machen das oft so. Natürlich. Darum kümmern wir uns. Da wird jetzt niemand mehr heile gelassen. Wir holen den Baseballschläger raus und hauen alles nieder. Ja, das ist die Taktik, die wir hier fahren. Wie es der Don befohlen hat, hier nur noch Wracks zurücklassen, Krüppel und anderes Gesindel. Der beste Hintern, den ich je gesehen habe. Oh, oh. Billy, das ist der Kerl von neulich. Wir müssen weg. Ordentlich durchgesprungen, Pauli. Jetzt geht's ja auf die Nase. Kurzer Kampf. Der wird liegen bleiben. Oh, mit einem Messer. So, so. Dich entwaffne ich. Das ging gegen die Scheibe. Hast also auch einen Baseballschläger. Blöd nur, dass ich damit deutlich besser hantieren kann, ja. Ich bin auf dem Weg. Erteile den Pennern eine Lektion. Der wurde von Pauli schachmatt gelegt. Oh, da wird geschossen. Ja, bereits gezogen. Alles klar, wir gehen drüber. So hat's auch Pauli verstanden. Wir schleichen erstmal ein bisschen. Yeah, jetzt gibt's die Explosion. Ach du Kacke. Das wollte ich jetzt wirklich nicht anrichten. Den hat's auch weggesprengt. Er liegt hier noch da, als wäre er am Leben. Aufgemacht, das Teil. Hier sollen wir zwar nicht rein, also es wurde freundlich darauf hingewiesen, sich zu verziehen. Darauf höre ich nicht. Oh, Pauli, jetzt hast du sie rausgelockt. Ja, verdammt, da habe ich wieder was angerichtet. Holen wir uns Munition. Säubere den Hof. Ich glaube, da ist jetzt alles sauber. Ja, ich habe alles hier hochgejagt. Pauli, ich komme runter. Vorsichtig rein da, ne? Nicht so komisch rennen, Pauli. Ich sehe hier drin nichts. Und ich habe hier ordentlich was angerichtet. Okay, der ist schachmatt. Gerade so noch geschossen. Volltreffer. Dem seine Waffe nehme ich an mich. Aufgemacht. Da gibt's was. Einmal da rein, ne? Nehme ich wieder die Kleine. Der wurde doch löchert. Ein paar Kratzer hat er. Sauberer Schuss, Pauli. Nochmal rein.
Scheint aber nichts los gewesen zu sein. Er hat es mit einem Messer versucht. Nicht so gut, wenn ich hier mit einer Pistole bewaffnet bin. Wieder die Schrotflinte in die Hand genommen. Ich dab das Teil auf. Damit wieder an eine neue Kiste gekommen, den Smith. Ja, ich muss erst aufknacken. So, jetzt können wir los. Lass die Schläger nicht entkommen, ja. Im Regen sind sie eh ein bisschen langsamer. Dann lad mal nach, Polly, denn du wirst hier eine ganze Menge schießen müssen, während ich hier versuche, auf der Straße zu bleiben bei dem Regen. Im Ernst, es schüttet hier. Das sage ich doch. Oh, das wird knapp bei den Bänken. Spätestens hier haben wir uns angestoßen. Heißt aber natürlich, die tun sich auch schwer, hier wegzukommen. Keine Sorge, ich habe gesehen, dass sie hier um die Ecke gefahren sind. Ich weiß, wo sie sind. Vorsichtig. Die werden sich hier nicht absetzen. Ich glaube, gleich sind wir wieder dran. Die Kurve enger gezogen. Da sind sie durch die Gasse gebrettert. Das Gerüst räume ich nicht ab. Mach mal den Schießeisen bereit, Polly. Du wirst gleich ein bisschen herumballern müssen, dann werden sie nämlich auch langsamer. Dann ziehe ich halt, aber ich habe keine Patronen. Alles verschossen. Moment, ich muss die Waffe einstecken, ja, damit beide Hände am Lenkrad sind. Dauert nicht lang, dann werden sie von selbst einen Unfall machen. Und wie es Pauli gesagt hat, ja, die Stadt schwimmt. Die Straßen überflutet hier. Da lässt sich wohl jemand richtig ein. Man kann es förmlich hinten aus dem Auspuff tropfen sehen. So, so. Gut, dass er Bescheid weiß. Vorsichtig. Los, lass ihn nicht entkommen. Ich glaube, der hat sogar freundlich auf uns gewartet. Ohne die haben selber Probleme, hier wirklich voranzukommen. Also die fahren hier auch nur zickzack herum. Wenn ihnen nichts einfällt, wie sie uns hier loswerden können. Jetzt geht's in den Hinterhof. Oh, schlecht gelaufen, da war eine Baustelle. Los, kümmern wir uns drum. Nein, warte. Bitte, ich will nicht sterben. Mann, Tom, kein Mitleid für diese Tiere. Der Kerl würde dich doch auch ausknipsen. Du musst sofort abdrücken. Ist leer. Aber der ist ja sowieso schon platt. Gott, Tom. Reiß dich zusammen. Du weißt, was die mit Sarah machen wollten. Ja. Dachte nur... Ey. Lass uns hier verschwinden, bevor die Cops kommen, ja? Kapitel abgeschlossen. Gewöhn dich lieber dran, die ersten Gewissensbisse und hier fatal einem nicht die Kugel in den Kopf gejagt. Das wird noch böse ausgehen für uns.